Joey Crackers. Habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit einem seltenen Importwagen, Joey? Nein. Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin... Okay, der Typ hat Einfluss. Die glauben aber auch alles. Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber... Ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Aber jetzt ein Zeitsprung. Okay, 32. Tommy, danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tun nicht gut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kann ich was zu trinken kriegen, wenn du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zur Tribüne verfrachten. Er will nur, dass ich was zu trinken habe, wenn ich gewinne. Sarah. Okay. Sprechen wir mit Ralph. Was ist das hier? Haben wir das schon gesehen? Race Day Approaches. Na? Das große Rennen steht bevor. Der wichtigste Tag im Sportjahr geht an die Startlinie.
Dieses Wochenende werden im Lusthaven Autodrome bei prächtigem Sonnenschein Rekordbesucherzahlen erwartet. Der berühmte deutsche Fahrer Martin Lichtenberg nimmt eine kleine Auszeit von der internationalen Rennserie, um Mike Dunn herauszufordern. Den Helden von Lusthaven und die Rennsportfans können es vor Spannung kaum erwarten. Nice. Sonst irgendwas Neues zum Aufsammeln? Neue Zeitungen oder so, die rumliegen? Sieh dir diese halbe Portion an. Wo warst du letzte Nacht? Mit euch unterwegs. Geh ruhig, Tom. Ich kümmere mich um diesen Penner. Pauli, er hat dich heimgefahren. Naja, mein Gott, was für eine Nacht. Für dich vielleicht. Für die Bräute eher nicht. Oben gibt es bestimmt auch noch Kram zum Einsammeln. Da darf ich noch nicht hoch. Buonasera, Tommy. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also, heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's, naja, etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um zwei und der nächste Typ ist ein Arsch. Okay, haben wir ein Zeitlimit. Hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Okay, schön. Wir haben 38 Fahrzeuge im Besitz. Samson. Das ist auf jeden Fall das Auto to go, Alter. Mega geil. Da fühle ich mich ein bisschen wie Dean. Na, das hat so ein bisschen Impala-Vibes, das Auto. Richtig geile Karre. Ich weiß ganz genau, in dem Spiel können was für geile Karren noch drin sein. Ich werde das ganze Spiel jetzt nur noch die hier fahren. Ich kenne mich doch. Ich habe gestern mit meiner Frau das Supernatural Finale auf Deutsch geguckt. Auf Sky Ticket haben wir ja, gibt es sie ja gerade. Und die kam letzten Sonntag, kam die online und gestern sind wir dann dazugekommen. Ja, gestern war Montag. Gestern haben wir dann da geguckt. Und ich kann's ja schon, aber es war emotional. Bist du Bobby? Jupp. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher.
Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. A Day at the Races. War das nicht ein Album von Queen? A Day at the Races und A Night at the Opera. Okay, da wären wir. Ist der 1929er Carrozzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Ja, ist ein Arsch. Ich weiß. Oh shit, Alter, die Karre geht ja richtig ab. So, die Mission sagt, wir sollen es krachen lassen. Nicht gut, Frauenschauereien und Hilfswagen auf der Straße halten. Hab ich richtig gehört? Ach, ja, er wurde gesichtet. Schnappt ihn euch, Jungs. Führe die Polizei nicht zum Job. Okay. Das macht Sinn. Der Kerl hat uns irgendwo im Dorfpark abgeschüttelt. Sucht weiter. Er taucht schon wieder auf. Ja, er wurde gesichtet. Schnappt ihn euch, Jungs. Jetzt schön vorsichtig sein. Na, eigentlich habe ich keine Zeit. Okay. Bist du ja? Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Aber hallo. Oh, da passiert jetzt bestimmt irgendwas Dummes. Und der Europäer ist noch schneller.
und okay, gewinnt und dann ist es bei Danke, Lukas. Bei unserem Don. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Bestimmt voll die Kacke am Dampfen. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, wenn das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Aha. Ah. Wir dürfen nicht zu schnell fahren, weil sonst überhitzt er, aber wir müssen uns trotzdem beeilen. In der richtigen Zeit wieder dort zu sein. Und wir müssen auf die Bullen aufpassen, Alter. Wir sind schon in Little Italy, das schaffen wir gut. Solange jetzt polizeimäßig nichts mehr passiert, sind wir da gut dabei. Müssen wir die Minimaps so ein bisschen mit im Blick haben. Aber das ist dann meistens der Aufhänger. Es muss doch immer irgendwann, am Anfang ist immer so heile Welt, man kommt rein in die Geschichte und dann gibt es immer irgendwann so diesen einen Punkt, wo irgendwann es anfängt schief zu gehen. Und daraus ergibt sich dann die Komplikation für die Story oder so. Das ist doch, so ist es doch. Ich bin gespannt, ob wir schon an dem Punkt sind mit dem Rennen, dass das passiert oder wie auch immer. Zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Ja. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Ich bin nicht sicher, bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer,
Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte. Was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja. Okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Aus Europa kommt der heutige Favorit, Martin Lichtenberg, der eine Pause vom internationalen Wettbewerb macht, um heute hier zu sein. Es gibt Neuigkeiten zur Aufstellung. Der Lost Heaven-Lokalheld Mikey Dunn ist draußen. Ihn ersetzt Tommy Angelo. Nun, sie werden ihm zusammen mit dir viel Glück wünschen wollen. Die Aufstellung steht, die Wagen sind startbereit. Ein verficktes Rennen, ey. Sie sind gestartet. Lichtenberg hat Probleme. Etwas stimmt nicht mit seinem Wagen. Lichtenberg ist raus. Der Favorit ist raus. Wer ist der? Die berühmte erste Runde der Lord Herrenstrecke. Es wird eng vor der Kurve. Und es gibt Kollisionen. Manche Fahrer nehmen keine Gefangenen. Heute wird es mehr als ein Fahrkratzer im Lackleben. Du Bastard! Fahrstil von Angelo. Nachdem Lichtenberg ausgeschieden ist, kämpfen nun die ersten drei um die Führung. Soll das ein Witz sein? Du Bastard! Vor allem, wir müssen drei Runden durchhalten. Okay. Was für ein Rennen, Leute. Unglaubliche Fahrt. Fuck. Ja! Oh Gott! Hoffen wir auf ein sicheres Rennen, Leute. Ach, sicher. Tommy Angelo ist fast an der Spitze und fällt einen Meter ab. Der? Du Bastard! Ein sicheres Rennen. Einige Fahrer drängen jetzt mit Macht an die Spitze. Jetzt. Ein Kopf an Kopf Rennen um die Führung.
Spitze sind in der letzten Runde. Bald ist das Rennen gelaufen, Leute. Angelo ist noch an der Spitze. Kann er die Führung halten? Wer braucht Mikey dann? Sein Ersatz ist hervorragend. Jetzt keine Scheiße bauen. Wer kann den Führenden von der Angelo noch einholen? Fuck. Yes, 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 yes. Ja, klasse. Hey, Tommy! Da kommt unser Sieger! Hey, Tom. Ich wollte dir nur danken, dass du eingesprungen bist. Ich hatte 6 Monatsmieten gesetzt. Ohne dich wäre ich jetzt obdachlos. Es war der Wunsch des Dons, Lucas. Naja, aber ich muss mich bei dir revanchieren. Schau mal bei meiner Werkstatt vorbei. Ich hätte da vielleicht was für dich, das ich auszahlen könnte. Klar. Danke. Ich wusste, wir können auf dich zählen, Tom. Du hast uns heute viel Geld eingebracht. Und Morello kann jetzt Kleingeld vom Gehsteig kratzen. Was ist mit dem Europäer? Der trägt wohl schon Schuhe aus Zement, das arme Schwein. Hier, du hast jeden Dollar verdient. Geh mit deinem Mädchen schön essen. Danke, Boss. Austrinken, Jungs. Du hast ein Mädchen, oder? Gib nicht alles für Schnaps und Huren. Das war vielleicht ein Rennen, was? Prost. Nee, aber... Vielleicht kaufe ich meiner Mama was Schönes. Guter Junge. Hol dir was zu trinken. Glückwunsch, großer Held. War nur Glück, nicht mehr. Nun, ich hatte auf den anderen Kerl gesetzt, also du zahlst. Oh. So, jetzt kann's losgehen. Danke. Und hey, wenn du mit dem Feiern fertig bist, such nach deinem Kumpel Pauli. Der ist so betrunken, dass ihn ein geparktes Auto umfährt. Ja, okay. Ich bring ihn nach Hause. Okay.